Hey ho, ich bin ein Kotogo und mein Name ist Demo und damit herzlich willkommen zu Part 3 meines Demo-Making-Offs. Ja, in diesem Part geht es um das Befällen bzw. das Bauen der Paws und auch des Fullsuits. Ich hätte daraus gerne extra Parts gemacht, doch leider habe ich, nach den Schaumstoffarbeiten nicht mehr so viel Lust zum Filmen und zum Fotografieren gemacht und dementsprechend hoffe ich, dass diese Bilder aus meiner Instagram-Story auch gut genug sind, um so in etwa zu sehen, was ich gemacht habe. Ja, nachdem ich, wie schon gesagt, die ganzen Schaumstoffparts abgeschlossen hatte, ging es nun endlich daran, die Paws zu bauen. Damit habe ich angefangen, und zwar mit den Feet-Paws. Erstmal schön eingetaped, erstmal Frischhaltefolie drum, dann Tape drum, dann die Markings drauf gemalt, ausgeschnitten und dann ging es auch schon ans Nähen. Also ich kann grob sagen, dass es an Demo kein einziges Körperteil gibt, was nicht irgendwie aus fast 22 plus Teilen bestanden hat, die man zusammennähen musste. Wobei ich aber auch sagen muss, es hat mega, mega viel Spaß gemacht. Es war natürlich ein Haufen Arbeit und es hat einfach Jahrzehnte gedauert, bis man damit fertig war. Aber ich fand, mit jedem Detail und jedem Punkt und jedem Streifen, den man dort dran genäht hat, sah das Ganze einfach immer mehr nach dem Demo aus, den ihr alle kennt. Und ja, ich weiß nicht, ich bin einfach detailverliebt und das war es mir absolut wert, auch wenn mich schon die Beine bzw. die Feetpaws ein bisschen in den Wahnsinn getrieben haben, aber man wurde ja auch mit der Zeit schneller. Man darf auch nicht vergessen, dieser Fursuit war das erste Mal, dass ich in meinem Leben genäht habe. Ich konnte davor nicht nähen. Ich habe mich leider Gottes auch am Anfang sehr gescheut, die Nähmaschine zu benutzen, weil ich weiß nicht, ich war noch nicht so vertraut damit, ich habe es auch nicht so gerne gemacht und habe fast den ganzen Suit per Hand genäht, was ich natürlich mittlerweile auch nie wieder machen würde, weil es einfach viel zu lange dadurch gedauert hat. Und ich weiß auch, dass ich damals nicht viel Zeit hatte, weil ich das Befällen eigentlich 2 Wochen vor der EF gemacht habe und dementsprechend richtig, richtig schnell nähen musste, was hieß, dass ich sehr, sehr viel Abstand gelassen habe beim Nähen. Macht das auf keinen Fall. Wenn ihr mit der Hand näht, näht so eng wie möglich, damit die Naht so fest wie möglich ist. Denn ich weiß auch jetzt schon, wenn ich mir diesen Fullsuit ansehe, erst locker. Ja, die Krallen habe ich aus einem Schaumstoffkern gemacht, also quasi diese Puzzlematten, die man kennt. Und drumherum habe ich noch Foam Clay gemacht, um dem Ganzen noch so eine etwas organischere Form zu geben. Und nach den Feetpaws ging es auch schon an die Handpaws. Nachdem ich dort auch aus den Tape-Patterns die ganzen Markings ausgeschnitten hatte, ging es dann halt auch mal wieder ans Nähen. Leider, ich weiß, Euler hat es mir auch gesagt, ich hätte davor rasieren sollen, habe ich aber nicht drauf gehört. Weil ich stur bin, wie ein Steinbock, habe ich auch ein bisschen bereut. Aber naja, alles zusammengenäht, Paddings reingemacht und natürlich auch noch das Lining genäht. Das Lining ist auch, geht natürlich immer alles besser, aber es waren meine ersten Handpaws und in dem Moment war ich einfach super zufrieden. Die Krallen habe ich wieder auf die gleiche Art gemacht. Schaumstoffplatten, Kern und drumherum EVA-Foam. Ich habe mir auch einmal schwarze und weißen bestellt, denn wie manche von euch wissen, hat Demo sowohl schwarze als auch weiße Krallen. An der Stelle muss ich auch sagen, ich finde sie unglaublich angenehm, meine Handpaws. Also sie tragen sich echt gut, sie rutschen nicht runter, sie sind so gigantisch und am Anfang dachte ich noch, dass ich mit den Krallen gut greifen könnte. Das ist aber leider Irrglaube. Glaubt mir, mit langen Krallen könnt ihr kein bisschen besser greifen. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, der das kann. Ich kann es nicht und ich kenne auch einige andere, die es auch nicht gut können. Ja, mein Teppich versaut wie sonst was. Überall Rasierreste und so weiter und so fort. Ach, das alles sauber zu machen hat echt lange gedauert. Und dann ging es auch an den größten Part, der aber gleichzeitig auch irgendwie am schnellsten fast schon fertig genäht war, und zwar den Bodysuit. Erstmal natürlich wieder eintapen. Ich habe darunter einen Maleranzug getragen. Dann wurde ich halt mit Duct Tape eingetaped und wir haben noch meine Schaumstoff-Paddings natürlich dran gehalten, damit das Ganze die Digi-Grade oder Digi-T-Grade-Leg-Form hat. Und das hat schon ein bisschen gedauert. Ich empfehle euch auch für den Duct Tape-Dummy, macht es besser mit mehreren Leuten, damit es schneller geht, denn da drin wird es ziemlich schnell, ziemlich warm und auch ziemlich unangenehm. Aber mir ist zum Glück dabei nichts passiert, also alles gut gelaufen. Ja, dann ging es natürlich weiter mit den 15.000 Milliarden Markings. Vielleicht werde ich am Ende auch mal einblenden, wie viele ich eigentlich vernäht habe. Ich glaube, es dürften über 150 sein. Ich weiß es nicht genau. Die Arme habe ich am Anfang leider ein bisschen zu klein genäht. In den ersten Arm kam ich nur mit Mühe und Not rein, habe das Ganze dann noch was erweitert und ein bisschen länger gemacht. Und beim zweiten Arm natürlich nicht mehr nochmal den gleichen Fehler gemacht. Und durch den Arm dachte ich mir auch, wisst ihr was, ich glaube, ich mache alles eine Nummer größer,
weil wenn der Bodysuit irgendwie zu eng wäre, es gibt nichts Ärgerlicheres, als dass der Bodysuit zu eng ist. Ich meine, man kann es erweitern, aber das ist sehr aufwendig. Vor allen Dingen, wenn ich später die ganzen Markings drin habe, wird einen das einfach nur in den Wahnsinn treiben. Also habe ich alles sehr, 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 sehr groß gemacht und sehr, sehr breit. Deswegen, falls ich irgendwann auch mal was dicker werde, dieser Fullsuit ist so unglaublich groß. Ich glaube, der wird auch sehr großen Leuten passen. Ich weiß es nicht genau. Ja, dann habe ich mich Stück für Stück vorangearbeitet. Die Arme, den Body, die Beine. Und bei den Beinen ist dann leider auch mein graues Fell etwas knapp geworden. Ich hatte zwar, ich glaube, 3 Yard, was theoretisch hätte reichen sollen, aber ja, irgendwie hat es nicht gereicht. Da hatte ich echt Panik. Es hat aber zum Glück ganz, ganz, ganz knapp gereicht. Ich musste dann noch mit Resten unten arbeiten, weshalb es dann nicht so schön aussieht. Man sieht es nicht von außen durch das lange Fell, aber ich weiß nicht, wenn man es umdreht, sieht man halt, da hatte ich echt so ein bisschen Not. Das wird mir wahrscheinlich beim nächsten Suit nicht passieren, weil ich einfach jetzt ein bisschen mehr weiß, wie viel man braucht. Und Digi Great Legs, oh mein Gott, sie fressen so viel Fell, so unglaublich viel Fell. Da habe ich noch so eine Art Wirbelsäule hinten in den Rücken gemacht, damit, weil der Mo hat hinten am Rücken so einen schwarzen Fellkamm, damit er einfach ein bisschen steht. Ja, und damit passt das dann eigentlich auch schon. Alles war fertig genäht. Hier seht ihr die fertigen Parts und Resultate. Ich bin wie immer unglaublich stolz für meine erste Leistung, finde ich, ist das doch echt bei einem so detaillierten Suit gar nicht mal so schlecht geworden. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen bzw. hören uns dann im nächsten Part wieder. Ciao, ciao!